Zweite Geschichte, viele Leute denken, die schnelle Trocknung des Holzes kann insbesondere dadurch auch ermöglicht werden, dass ich gar keine Feuchtigkeit reinlasse, haben wir ja eben auch schon gesagt. Das führt dazu, dass hier solche Geschichten wie Holznägel werden abgeschnitten, überschmiert, überspachtelt. Und die Folgen sieht man aber hier schon in klein und sieht man hier nochmal im Detail. Das Holz arbeitet darunter. Es gibt ja den alten Witz, das Einzige, was in der Schreinerei immer arbeitet, ist das Holz. Und das ist auch so, diese Beschichtungen gehen eine Zeit lang die Bewegung des Holzes mit. Dauerhaft funktioniert das nicht. Es entstehen Risse. In die Risse kann die Feuchtigkeit eindringen, aber kann nicht wieder rauskommen. Was führt dazu? Ich bringe eine Auffeuchtung in das Holz. Und diese Auffeuchtung führt dann dazu, dass tatsächlich das Holz hinter der Beschichtung weggammelt. Sieht man hier, sobald dann freigelegt wird, darunter typische Anzeichen von Braunfäule. Und wenn wir das komplett freilegen, also das war jetzt Picken, wie wir nennen, also wir gehen hin, dass wir mit einem spitzen Hammer oder mit einem Dorn tatsächlich schauen, was ist hinter solchen losen Stellen und wie sieht das aus. Und da geht man schon darauf zu, wenn man ganz genau weiß, da unten ist überputzt, hier ist überschmiert worden, da sind Beschichtungen drauf, die nicht dauerhaft funktionieren, die fangen an zu reißen und da dringt die Feuchtigkeit ein und kann nicht mehr raus und dann haben wir ein Problem. Was machen wir in so einem Fall? Entschuldigung, nochmal einen Schluck. Wir legen die Beschichtung frei und lassen sie abtragen. Es gibt da diverse Möglichkeiten für, also Altbeschichtungen runterzunehmen. Es gibt Leute, die nehmen eine Flex- und 50er Fächerscheibe, setzen sich dann mit einem Vollkörper-Pariser hin und flexen die runter. Kann man mit Sicherheit machen, ist eine ganz schön ekelhafte Angelegenheit, funktioniert aber. Man kann das machen mit verschiedenen Sandstrahlungsmöglichkeiten, die aber nicht so feinfühlig sind. Man kann das machen über Walzenbürsten und ähnliches. Ist auch nicht gerade eine leichte Arbeit, eine schmutzige Arbeit, eine gefährliche Arbeit. Oder man gibt das in Auftrag und das tun wir ganz gerne, dass wir diese Möglichkeit des Trockeneisstrahlens nutzen. Man sieht das hier eigentlich ganz schön, wie so eine alte mit Bitumen Farbe beschichtete Fläche dann tatsächlich über das Trockeneisstrahlen wieder wunderbar freigelegt wird. Zum Beispiel die alten Werkzeichen des Zimmermanns werden hier wieder schön sichtbar. Und ich möchte gerne noch ein paar weitere Beispiele zeigen, wie dick also hier zum Beispiel das Fachwerk zugeschmiert war und dann tatsächlich über Trockeneisstrahlen, da haben wir gerade erst angefangen, das Holz wirklich wieder wunderbar bis zu seinem Kern freigelegt wird und dann auch wieder in der Lage ist, tatsächlich Feuchtigkeit, die da dran führt, auch schnell wieder abzuführen. Man kann das am einfachsten sehen, indem man sich so eine kleine Sprühflasche mitnimmt und wenn der Trockeneisstrahler fragt, muss ich noch mehr runternehmen, nimmt man einfach bloß diese Flasche, sprüht einmal Feuchtigkeit drauf und wenn die Feuchtigkeit ins Holz eindringen kann, ist alles gut. Wenn das aber wie abperlt, dann müssen wir eben nochmal drüber gehen. Optimal, dass wir dann tatsächlich wie hier das Holz richtig gut freigelegt haben. Sieht man auch, wie viele unendliche Schichten da drauf sind. Aber auch beim Trockeneisstrahlen immer angeraten, persönliche Schutzausrüstung, auch für die, die nur daneben stehen, beachten, weil wir wissen alle nicht, was in den Jahrhunderten draufgetragen worden ist. Da gibt es schwermetallhaltige Farben, die draufgekommen sind, bitumhaltige Farben, die draufgekommen sind. Und die Stäube, die da abgeführt worden werden, sind halt nicht unbedingt gut für unseren Körper, deswegen da auch die altbekannte FFP2-Maske tragen, sodass man die Atemwege nicht nur vor Viren, sondern auch vor den Stoffen, die da abgetragen werden vom Holz, geschützt sind. Ja, wenn das so passiert ist, entstehen im Holz natürlich wieder Ritzen, Schlitze, Punkte, wo das Holz nicht dicht liegt. Und hier mal zwei Beispiele schon aus 2014, glaube ich, ja, wie so ein Aussparen funktioniert. Also was passiert, wenn wir an solchen Stellen, wo ein Riegel auf den Pfosten tritt, tatsächlich gut für eine schnelle Trocknung des Holzes sorgen kann, nämlich indem man nicht da Zementputz reinschmiert, indem man kein Acryl reinführt, sondern indem man wieder mit Holz vorgeht und solche Punkte ausspart, um tatsächlich auch da, wenn Feuchtigkeit in irgendeiner Form ans Holz rankommen könnte, das auch problemlos wieder abtrocknen kann.
Acryl, was dann in solche Fügen eingebracht wird, ist ja nicht in der Lage dazu, eine schnelle Abtrocknung zu gewährleisten. Also da so zwei Beispiele, das sind eher kleinere. Wir sagen eigentlich bis 8 mm oder maximal 1 cm kann man das so aussparen. Wenn man über 1 cm geht, dann finden Aussparungen bei uns so statt, nämlich dass wir einen schrägen Einschnitt machen, dann wird das keilförmig von oben eingeschoben und hält dann tatsächlich auch völlig ohne irgendwelche Holznägel oder ähnliches, weil es von oben schräg hinterschnitten eingeschoben wird, festgeschlagen wird und dann tatsächlich sehr, sehr dicht ist.